Ich wünsche. Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück. Herzlich willkommen zurück, so rum. Bei The Legend of Zelda Twilight Princess. So, da drüben haben wir einen Heulstein. An den kommen wir aber noch gar nicht ran. Da wir nirgends weit springen können. Den müssen wir uns noch später aufheben. Und erst einmal geht es hier über den Schnee. Boah. Jetzt wird die Pfoten nicht abfrieren. Hallo. Hallo, Zwischensequenz. Zora-Höhle. Ah, das sieht alles sehr zugefroren aus. Oh, Mann. Was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist das kalt hier? Und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Ja, suchen wir sie. Es sind auch keine Geister hier. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. So, es ist übrigens angedacht, hier tatsächlich relativ langsam vorzugehen. Da hier tatsächlich auch sowas zum Beispiel herunterfällt. Kann ich das eigentlich zerstören? Ja, kann ich. Hey. Da zum Beispiel, da wird was dagegen gehopst. Und erstmal abrutschen. Hoch hier. Und jetzt sind wir ganz oben. Und hier müssten eigentlich Zoras sein. Spätestens hier. Oh, da sind ganz viele eingesprungen. Oh nein, 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 aus! Das war schlecht. Es ist nämlich dasselbe wie auch schon bei den Goron. Einer hat sich da hinten versteckt. Hallo? Und die anderen beiden sind vorne. Und da haben wir unser neues Portal. Jetzt gibt's ja auch ein Portal. Dann können wir endlich sporten. Wenn du mal frische Luft und Licht weltstubbern willst, sag's mir einfach. Spring dich hin. Ja, gleich. Erst einmal schauen wir uns... ganz viele Zoras. Die scheinen festgefroren zu sein. Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das nur an. Was ist nur mit denen passiert? Und? Was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir es machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück. Wenn wir etwas finden, wo wir etwas Eis schmelzen können. Genau. Warpen! So, dann können wir jetzt nämlich erstmal zum Todesberg zurück. Und uns da den Stein holen, den ich komplett vergessen habe. Nee, nicht jetzt mit Namen. Das ist jetzt gerade nicht wichtig. Hoch hier. Los. Spring Link. Autsch. Au. Schon hier, da ist er. Den habe ich kommen.
komplett vergessen. Oder? Moment. Karte. Sag es nicht. Was haben wir da? Nee, das ist Kakariko. Wo ist denn Ordon? Da. Ich habe einen Freischalt aber nicht geholt. Ja, es hat ja super geklappt. Nee, gut, dann habe ich ihn freigeschaltet. Dann habe ich ihn geheult. Aber ich habe irgendwas vergessen, mir meine Fähigkeit abzuholen. Au. Ist das nicht dasselbe wie eben? Na gut, dann darfst du mir jetzt erzählen, was du wolltest, Midna. Du musst mir nicht erzählen, dass es ein großer, heißer Stein ist. Dieser Stein ist ja immer noch heiß und anscheinend ist er immer noch... Nein, Moment. Dieser Stein ist immer noch hier und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Warpen. Jetzt zum Portal zur Höhle warpen? Ja, natürlich. Na komm, mit einer streng mich an. Das ist bloß ein Stein. Also, verdammt großer. Tschüss, Stein. So, wir sollten jetzt hinterher, ne? Sehr heiß. Oh. Das Wasser fließt wieder. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein erst verwenden kann. Findest du nicht? Also dann, den Soros ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser im Hühnersee sein. Also können wir auch diesem Lichtgeist, oder? Sollte. Aber erst einmal... Guck mal, die Soros sind alle wieder frei. Hust, Sprotz! Die sagen nicht viel. Die sagen irgendwie alle nicht viel. Mist, ich hab nicht aufgepasst. Wenigstens leben sie alle noch. Obwohl flussabwärts alles in Ordnung ist. Ich hoffe jetzt ja. Was ist da eigentlich passiert? Diese Dämonen. Ich bin gerettet? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Hallo. Ah. Ah. Und? Alles in Ordnung? Geht schon. Irgendwie. Aber was mit unseren Brüdern im Basin unter dem Wasserfall? Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich nichts gesehen. Wo ist eigentlich der Stein hin verschwunden? Warte bitte. Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Heilung mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so.
Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rales, nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Rales helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Vielleicht sollst du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Sehr gerne. Ich sehe übrigens immer noch keinen Zora unten am Bassin. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hyasee. Warum lässt sich nicht einfach mit der Strömung treiben? Ja klar, warum nicht? Das Wasser kommt über die Ufer getreten, sehe ich gerade. So stark hat angefangen zu fließen. Aber eigentlich da rechts müsste eigentlich ein Weg sein, auf dem man laufen kann. Hyliasee. Mit endlich genug Wasser für alle. Na, auch schon, wa? Seht dich ruhig um. Ich habe doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hyasee bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhe des Lichtgeistes. Also, lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Bevor wir das lang gehen. Da drüben ist noch so ein Heulstein am Strom, aber den kommen wir gar nicht ran. Nee, an den kommen wir gar nicht ran. Da kommen wir nicht hoch. Gehen wir zum Lichtgeist. Zum Lichtgeist Ranel, glaube ich. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeister. Von den Göttern auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, füll es in diesen Tiegel des Lichts. Ja, kennen wir schon. Ja, kennen wir doch. Geh weg. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht, aber wie du weißt, sind in den Schatten die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. Okay, das kann ich. So, natürlich wird auch er uns aufzeigen, wo die Schattenkäfer alle sind. Da zum Beispiel ist einer. Kommst du wieder zurück? So, Licht meins.
Huch! Wo sind sie? So, du kommst mit, du kommst mit. Okay, was mit dir? Und dich töten wir so. Hallo, komm. Sehr gut. Hat geklappt. Weil jetzt fangen die nämlich an, so ein bisschen sich voneinander fernzuhalten, weil sie gemerkt haben, dass es keine gute Idee ist, Krüppchenbildung zu bilden. Krüppchenbildung zu tätigen, so rum. Irgendwie. Hallo Schattenkäfer. So, wie gesagt, da oben kommen wir nicht dran. Weil da oben wäre jetzt so ein Stein zum Anheulen. So, dann da lang, glaube ich. Oh, das ist ein Zora. Was ist das denn? Was ist was? Das da? Das ist bloß ein Schattenkäfer. Nichts, weswegen man sich Sorgen machen müsste. Ist nämlich schon tot. So, mehr gibt's hier nicht. Was willst du? Dieses Gras da. Ist es nicht das, mit dem du den Vogel rufen kannst, wenn du das als Flöte verwendest? Wenn du es nicht flöten kannst, dann stell dich da einfach neben das Gras und hol die Melodie. Okay. Kennen wir schon, haben wir schon mal gehört. So, kommt das Riesenvieh wieder. Und los geht's. Da bin ich mal gespannt, ob sie wirklich diese Schattenkäfer jetzt entfernt haben. Auf alle Fälle ist ein bisschen mehr Wasser in der Höhle. Ah, sieht's aus, weil der Schattenkäfer immer noch da. Okay, alles klar. Die Schattenkäfer haben sie also nicht entfernt. Puff, einmal durch. Huch. Und der nächste. Aua. Au. Oh nein! Das hätte nicht passieren dürfen! Hey, du musst schon ein wenig mehr Mühe geben. Was ist da? Was nochmal probieren? Aber natürlich. So, haben wir die Schattenkäfer trotzdem schon gesammelt? Oder sammeln die jetzt von vorne? Ne, wir haben sie wohl schon gesammelt, okay. Nein! Mit dem Kopf voran in die Wand. Ja, ja, mehr Mühe geben. Ja, ja, ja. Los geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Entweder wir schaffen es jetzt und überziehen. Oder wenn ich jetzt wieder versage, machen wir morgen weiter. Da sind auch ein paar Wege zu, die wir vorher gehen konnten.
Aber dafür sind alle Steine schon umgefallen. Die wurden nicht wieder aufgestellt. Das hätte mir jetzt auch keiner erklären können, das vonstatten gegangen wäre. So, haben wir noch irgendwo Käfer? Sieht erstmal nicht so aus. Wird mir ja ganz nass. Huch! Dahinter. Da ist der Ausgang. Wir sind da. Und machen wir jetzt echt an derselben Stelle wieder eine Pause, wo wir schon mal eine Pause gemacht haben? Das ist euer Ernst? Wow. Okay. Husch. Tschüss. Und das heißt, wir machen hier eine kleine Pause. Ich hoffe, es hat ein bisschen gefallen. Falls ja, ne? Abonnieren, kommentieren, bewerten. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.